wollen wir euch kurz zeigen, was passieren kann, falls man draußen liegt, hat vergessen, den roten Tank hier wieder voll zu machen und haben den komplett leer gefahren. Da haben wir gleichzeitig diese komplette Filter hier, was ich hier zeige, auch leer gefahren. Das heißt, das langt nicht alleine, Benzin neu reinzumachen. Nachher muss man auch entlüften. So, erstmal den Tank wieder voll machen mit eurem Ersatzkanister. Dann gehen wir hier nach oben zum Motor, wo wir den Benzinschlauch haben. Der kommt hier raus. Dann gehe ich hier an den Motor, drückt an die Seite und zieht einmal den Benzinstecker ab. Da ist hier in die Mitte eine kleine Metallkugel. Da nehme ich meinen Autoschlüssel oder Bootsschlüssel, kleine Zange oder sonst was und steckt in diese kleine Kugel rein. Und gleichzeitig muss ich es lange pumpen, bis ich merke, dass Benzin rausspritzt. Das kann also ein bisschen dauern, wegen, wie gesagt, ist das ganze Filter leer. So, erst wenn Benzin rausspritzt, dann mache ich den Benzinschlauch wieder an den Motor dran. So, zack. Und zu wieder pumpen, bis der Ball ganz hart ist. Dann kann man neu starten. Danke.